Real G, du weißt, dass das hier alles keine Mitch ist. Willkommen, Cousins und Cousinen. Schöne Grüße an die Salamander Gang, an das Tanga Kartell, an die Kusi Gang, die sich hier schleichend unterbreitet. Amar 47 gegen Ayuni. Das leider sehr schnell vorbeiging, aber wir ziehen uns das jetzt mal rein. Sehr groß, bringt ein Kampfgewicht von 92 Kilogramm auf die Waage. Für das Team Domo Vitor Deutschland, liebe Fans, hier ist Ayuni! Gegenüber aus Mardeli, 31 Jahre ist der alte, 1,81 Meter groß, bringt 90 Kilogramm auf die Waage. Tritt an für das 90 Kilo und Burgerliebe Amar Bencho 47. Ich bin auf den Zug gegangen, der meinte 1,88 ist sehr groß. Ja. Und der Kommentator meinte 1,81. Sag da hingegangen, sag mal zu. Erstmal hier, ich bin kleiner. Mach mich nicht größer. Na, er ist 1,88. Ach so, mach mich nicht kleiner. Ich bin groß. Ich bin groß. So. Wir ziehen uns das rein. Referee in diesem Fight, Dirk Schwarz. Junge, hab ich Bock. Man merkt, wie die jetzt brennen, die beiden. Das sind nicht die Profiboxer. Nochmal, das sind zwei Rapper. Diese Rivalität begann mit einem geschäftlichen Konflikt. Beide sind nicht genau eingegangen auf diesen Vorfall. Dankeschön, Barisch. Eines ist klar. Heute soll die Sache geregelt werden. Und man merkt. Also ich kann mich schon gar nicht mehr an den Streit zwischen den beiden erinnern, worum es da genau ging. Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber letztendlich finde ich das gut, dass beide auch ohne viel Tamtam, glaube ich, einfach in den Ring gegangen sind. Ich glaube, die beiden haben am wenigsten Tamtam gemacht, oder? Nee, da gab es etwas. Da gab es, die sind mal aufeinander getroffen so. Aber, da haben die das direkt geklärt. Hör mal zu. Lass mal diese alten Straßengeschichten. Wir gehen in den Ring, wir klären das da. Und nice. Das ist das Ergebnis, Bruder. So. Man merkt, wie Amar 47 brennt. Der ist hier in Hochform erschienen. Wirkt super austrainiert. Ja. Also, ja, Amar sieht sehr sportlich aus. Ayuni hat deutlich Gewicht verloren, aber nach wie vor jetzt nicht in dem Zustand wirkend wie Amar. Der auch beim Showtraining seine Qualitäten boxerisch unter Beweis stellen konnte. Das war's. Ja, also man sieht hier ganz klar, also nichts gegen Ayuni, ist ein lieber Kerl. Ich habe ihn ja privat ein paar Mal gesehen. Man sieht an der Bein, wie er sich mit den Beinen bewegt, dass er sehr wenig mit Boxen zu tun hat. Also, dass er vielleicht hobbymäßig was mal gemacht hat, aber das reicht für einen Amar nicht. Das reicht einfach nicht. Beim Showtraining seine Qualitäten boxerisch unter Beweis stellen konnte. Oh! Schon in die Faust reingelaufen, Digga. Das leider. Bam, 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 bam. Und die Rechte. Amar will sofort den Sandberg reinschlagen. Das ist eine Serie. Okay. Holt die Polizei. Holt die Polizei, sagt der Kommentator. Der meinte wohl, er holt einen Krankenwagen. Also, man muss ehrlich sagen, Amar 47 hat gebrettert wie eine Maschinengewehr. Du kennst es am besten, Bruder, wenn du vor dem Sandsack bist und der Trainer sagt für dich jetzt, komm, eine Minute Vollgas. Letzten zehn, Junge! Das ist das Resultat, Bruder. So, hier sieht man, ich glaube, Ayuni hat sehr, sehr wenig Sparring gemacht in seiner Vorbereitung, glaube ich, weil die Schläge, die er hier leider gegen seinen Kopf gekriegt hat, er wusste leider nicht, wie er das schon decken sollte. Ja, nee, er hat statt Doppeldeckung hat er weggehalten. Versucht es wegzuhalten. Das dürft ihr natürlich nicht machen. Weil wenn in dem Moment, wenn ihr versucht es wegzudrücken, habt ihr hier die Stellen frei. Und das hat Amar 47 als erfahrener Boxer ausgenutzt. Also muss sagen, also mir tat Ayuni schon wirklich leid. Ne? Ist ein lieber Kerl, Alter. Sehr, sehr schade. Ne? Hätte ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, er hat auch, weiß nicht, wie die Vorbereitung bei dem lief, leider. Ne? Aber sehr schade. Kamehameha! Kamehameha, Mann, ja! Der hat doch zu Hause Dragon Ball geguckt. Son Goku! Hast du die Dragon Balls gefunden? Ja, ich muss dir kurz... Ja, so ein Weltzerstörer ist hier. Ich mach kurz einen Prozess. Ey! Ey! Bruder!
Und ich saß mit dem Knast. Ja, weiß ich. Ich saß mit dem Knast, Bruder. Ich habe aber niemals gedacht, ich habe niemals damit gerechnet, dass er Dragon Ball geguckt hat, Bruder. Der sieht so aus wie so ein, das ist so, so ein sechsfacher Mörder. Ich hab gedacht, Dragon Ball, ja. Ich habe gedacht, der ist so auf Dings, auf Vatos Locos kleben geblieben oder so. Weißt du, was ich meine? Charles Bronson, Vatos Locos, die ganze Bandbreite, Bruder. Stell dir vor, der ist auf. Esse! So, mit so Boxhandschuh. Hätte er jetzt den Boxhandschuh ausgezogen, hätte er so auf den geschossen und sein Ding hätte. So, hätte ja, okay. Dann macht einfach den Kamehameha und ich oben, Bruder. Ich lach mich kaputt, Bruder. Geil. Einfach geil. Also, shit, Alter. Shit, Digga. Also man muss sagen, Arma 4-7 Leistung, sehr stark. Sehr stark. Der Witzel, was waren das? 30, 35 Schläge? Nochmal ein Kamehameha, falls der erste nicht gesessen hat. 1-0. Denn hier war einer kurzzeitig am Boden. Ayuni will weiterkämpfen, also Respekt davor. Ayuni will weiterkämpfen, Respekt. 100% Respekt. Ringrichter Schwarz sagt sofort, nein, das war's. Zu angeschlagen. Sofort die Aktion. Ja, natürlich geht die Gesundheit und Sicherheit von Ayuni vor. Wenn der Referee das so entscheidet, dann ist das so. Aber liebe Grüße an der Stelle an Ayuni, dass er wieder aufgestanden ist, nach diesen Bomben wieder aufzustehen und sagen, ich kämpfe weiter. Musste man Respekt geben. 100%. Es ist vorbei. Aber kurzzeitig hatten sich da Körper und Seele getrennt. Ja. Wow. Das nennt man einfach nur noch ganz. Wer hat sich unsichere Rüstung, Dollarspeed in Zukunft können auf ihn zukommen? Sieger, der Mann aus der roten Ecke, Arma Fencho 4-7. Ja, sei ihn gegönnt. Sei ihn gegönnt auf jeden Fall. Also. Ja, also ich hätte gern mehr gesehen. 100%. Ich hätte gern mehr gesehen, aber so ist es passiert, so ist es geschehen. Danke für so einen geilen Kampf.